Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Wechselstrom ist unser Thema. Dieses Mal schauen wir uns die Parallelschaltung von einem R und einem C an. Das letzte Mal haben wir Parallelschaltung von R und L gehabt. Jetzt sind wir eh schon voll in Fahrt, voll in Übung. Ich habe das wieder aufgezeichnet, wir haben wieder die Spannung hier. Natürlich bin ich wieder nicht mein eigener Feind, weil die Spannung ist ja an allen Elementen gleich, also nehme ich diese in der reellen Achse an, da werde ich doch nicht irgendwelche Winkel einführen. Da ist mein U. Das heißt, mein U an und für sich ist gleich U mal E hoch J0. Ich bin auf der reellen Achse. Was ist mein IR? Mein IR ist gleich mein U dividiert durch R. R hat keinen Imaginärteil und nichts. Das heißt, das ist U mal E hoch J0 dividiert durch R. Das ist also U durch R mal E hoch J0. Das ist I mal E hoch J0, IR, mit IR ist gleich U dividiert durch R. Also gleicher Winkel, 0 Grad, das heißt mein IR geht da irgendwie um, da ist mein IR, die Länge von IR ist U durch R. Gut, haben wir das? Check. Jetzt schauen wir uns noch IC an. IC, ich schreibe wieder praktisch das Ohmsche Gesetz an. Das ist ja praktisch U dividiert durch. Und jetzt der Wechselstromwiderstand des C, 1 durch J Omega C. Das ist also, wenn ich diesen Doppelbruch hier auflöse, ist das J Omega C mal U. Das ist jetzt wieder gleiche Schmäh wie vorher. Das J ist ja 1 mal E hoch J Pi halbe, mal Omega mal C. Das ist wieder das J mal U. Und da haben wir U mal E hoch J 0. Wir haben also, was herausgekommen ist, praktisch Omega C mal U mal E hoch J 0 plus Pi halbe. Und das ist IC mal E hoch J Pi halbe. 0 plus Pi halbe ist Pi halbe. Und das IC ist natürlich Omega C mal U. Also wir haben einen Pfeil, der ist auf Pi halbe, auf 90 Grad. Heißt, machen wir hinten nicht dreckig. Hier ist mein IC. Die Länge von IC errechnet sich so und wir haben einen Winkel von 90 Grad. Und jetzt schauen wir sie nur den gesamten hier. Also wir addieren praktisch diese zwei Sachen hier. Da ist der I daheim. Hier spielt der I seine Musik. Hier spielt das I Musik. Da ist der I. Und hier haben wir wieder den Winkel Phi zwischen I und U. So. Gut. Wie berechnen wir jetzt den I? Knotenregel. I ist gleich IR plus IC. Das ist also IR plus IC mal E hoch J Pi halbe. Da haben wir ja 0. Das sind
IR war U durch R. Plus IC war Omega C mal U. Ja. Passt. Ja. Zähle ich U noch heraus, bleibt also hier herinnen über 1 durch R plus, also E hoch, da ist schon was ich vergessen habe, E hoch J Pi halbe. Mir gibt da irgendwo ein J ab. Ja, das ist natürlich J plus J Omega C, ja, mal U. Also E hoch J Pi halbe ist J. Das ist J. Haben wir eh schon ein paar Mal gehabt. Okay. 1 durch R, E hoch J Omega C mal U. Ja. Und weil das U reell ist, könnte ich auch praktisch schreiben, das ist 1 durch R plus J Omega C mal U. Als komplexe Größe, aber das ist ja das Gleiche, weil wir das in der reellen Achse drinnen gehabt haben. Gut, wie berechnet sich jetzt der Phasenwinkel? Ja. Wie berechnet sich jetzt der Phasenwinkel? Also ich habe da einen Realteil von 1 durch R. Ich habe da einen Imaginärteil von Omega C. Ja. Phi, da ist der Phi dazwischen. Wie rechnen Sie jetzt der Phi? Phi ist Arcus tangens Gegenkathete durch Ankathete Omega C dividiert durch 1 durch R ist gleich Arcus tangens von Omega C R. Okay. Haben wir das erledigt? Und jetzt schauen wir den Cosinus Phi an. Ja, also wie lang ist das hier? Ja? Wie lang ist diese Länge hier? Ja? Das ist die Wurzel aus 1 durch R Quadrat plus Omega C Quadrat. Ja? Und der Cosinus Phi, das Ankathete durch Hypotenuse, ja, ist 1 durch R dividiert durch, und das zeigt er, 1 durch R Quadrat plus Omega C Quadrat ist der Cosinus Phi, ja? Winkelfunktion. Sollte klar sein, ja? Also jetzt haben wir es, jetzt machen wir es das vierte Mal praktisch, ja? Mit der Serienschaltung war es so, und mit der anderen Parallel, mit den Serienschaltungen war es so, mit der anderen Parallelschaltungen war es so. Ja. Ohne weiteres Kommentar, ich denke, das kann man verstehen. Passt. Ja. Also wer sich im rechtwinkeligen Dreieck nicht auskennt, sehen Sie Mathematik nach. Gut, also Parallelschaltungen, check. Wir hatten bei der Serienschaltung einen Serienschwingkreis. Es gibt auch einen Parallelschwingkreis. Ja? Das schauen wir uns im nächsten Video an. Nächstes Video, Parallelschwingkreis. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.